Grüßt euch, ihr Lieben. Danke fürs Einschalten zu Schau mal, wer da kocht. Ich bin der Schau. Ich bin Mick. Der Mick ist heute zu Gast. Ein sehr guter Freund aus Holland. Oder wir kennen uns von hier, aus Luckenwalde. Ja. Haben mal zusammen ein paar Projekte gemacht. So Charity-mäßig bist du ja viel unterwegs. Ja, ja. Aber kannst ja mal ein bisschen erzählen von dir. Und dann kommen wir zum Gericht, das wir heute machen. Ja, wir machen etwas zu-sauer, das liebst du. En een beetje scharf is het, een beetje hintje gericht met wat frisse gemuzen. En ja, ik ben die Mick, ik kom oorspronkelijk uit Holland. Woon sinds 7 jaar hier in Duitsland. Kom af en toe essen in het schöne China-restaurant van Chow. En zo had hij mij voorgeslagen om een keer iets te maken in een kochvideo. Wel, kochen is ook een beetje een hobby van mij. En ja, ik zou te zeggen, Bruce, we vangen aan. Ja, we maken hintjen. Süß-scharf mit Ananas und Paprika. Du hattest mir ja schon mal was gemacht und heute habe ich mir gedacht, ich mache dir du mal. Du machst es und ich bin dabei und gucke, ob alles stimmt, wie du das machst. Genau. Gut, dann fangen wir natürlich an mit der Hühnerbrust oder mit dem Hühnerfleisch. In dem Fall ist es Hühnerbrust in Streifen geschnitten. Ich habe es schon vormariniert mit einfach nur ganz simpel Salz und Kartoffelstärke. Habe ich euch, glaube ich, schon öfter mal vorher gezeigt in den Videos. Einfach. Ich gehe auf die Seite, du gehst an die Seite. Nee. Du übernimmst jetzt erstmal die Pfanne und brätst es an. Okay. Was hältst du davon? Ja, und du schneidest dann die Rest. Ja. Genau. Also. Und ich bereite vor. So reicht die Ich bereite, ich stelle es dir mal hier hin. Ja. Die Soße, die ich dazu machen möchte, wir braten das Fleisch an mit Zwiebeln und Paprika. Ja, aber erst machen wir die Hähnchen lecker ein bisschen braun. Ein bisschen anbacken. Ich weiß nicht, wie das Deutsch heißt. Wir braten es ein bisschen. Anbraten. An. Wir geben es Farbe. Ja, genau. Ein bisschen braune Farbe muss drauf sein. Und mal sehen, ob ich es in der Zeit schaffe. Und zwar mache ich die Soße separat und püriere sie und gebe sie dann mit in die Pfanne. Wir machen es alles in einer Pfanne. Genau, und wokgerecht. In Holland nennen wir das, wenn wir alles in einen Topf machen, schon wokgerecht. Ja, beim Wokgericht, bei uns unterscheiden wir da noch, also in China ist natürlich alles aus dem Wok meistens, aber wir unterscheiden da das schnelle Wokgericht, was so wirklich mit dieser großen Flamme, dieses geschwenkte Wok. Und bei dem würde ich sagen, das ist schon so leicht geschmort. Ja, doch, oder? Ja. Ein Schmorgericht. Beziehungsweise, Mick weiß es noch nicht ganz genau, wie ich es mache. Wir haben jetzt zu dem Hähnchen zweimal Knoblauch. Du hast noch Zeit. Es ist noch nicht braun. Ich beeil mich auch noch nicht super. Thai Chili, Habaneros. Bei denen normale Chilis. Ich mache sie jetzt nur grob klein. Da gehe ich immer. Das ist Paprika, aber eingelegte. Mhm. Die hat so eine gewisse Säure schon. Brauner Zucker. Wir machen erstmal Pi mal Daumen. Das ist Rotweinessig. Etwas Soja. Pfeffer, so, Salz, ein klein bisschen Öl. Nein, das reicht auch schon. Jetzt bekommt die auch ein bisschen Farbe, siehst du. Mhm. Aber geht noch. Das ist jetzt so grob geschnetzeltes Ananas in Dose. Die kommt ja bei dir dann in ein Gericht rein und ich nehme mir die Süße von der Ananas gleich, den Saft. Also die Habaneros kommen sehr gut durch. Ja. Scharfes Hähnchen. Mehr nicht. Also ich würde das als ein Thai-Chinesisch, denke ich. Es gibt in China natürlich viele Ecke,
Je had mandarijn en alles. Zo, jeder had zijn eigen. Aber das ist ein bisschen so Thais, Chinesisch. Ich habe jetzt noch ein bisschen Wasser zugegeben. Weil die Soße kann rein. Ja. Sekunde. Darf ich? Ja, klar. Ui. Zwiebeln? Paprika vorher? Oder jetzt schon die Soße? Wie? Kommen wir erst rein? Hätte ich nämlich so gemacht. Und dann ein bisschen Tomatenpaste mache ich dann meistens drin. Aber die hast du da auch eben gemacht. Nee, ich habe noch keine Tomatenpaste. Also Tomatenmark Mark, in dem ja. Gericht bei dir normalerweise, ja? Okay, ich gebe dem Ganzen mal ein bisschen Lauchzwiebeln noch dazu. Meine Soße. Genau. Ich habe jetzt keinen Tomatenmark drin. Schmeckst mal erstmal ab. Zucker oder Ananas? Nee, die Ananas. Es ist. Wir müssen es jetzt erstmal reinkochen. Ja, ja. Und einen kleinen Hauch Tomatenmark können wir noch reinmachen. Das ist volle Farbe. Weißt du, wollt ihr was intensiver? Finde ich immer. Weißt du, wenn ich das mache? Wird die Farbe was. So. Und dann drehst du ihn runter. Und dann lässt du ein bisschen einfrütteln, sag mal. Ja, also ich hab's jetzt schon von der Temperatur ein bisschen runtergenommen. Ja. Ist das okay so? Ja, super. Und dann lässt du das so ein bisschen, ein paar Minuten. Kannst du auch länger machen, dann wird die Hähnchen weicher und die Schmack was intensiver in das Fleisch. Also man könnte jetzt. Aber das riecht gut, oder? Es riecht sehr gut sogar. Okay. Es ist, eine meiner Favorites ist halt diese scharf und süße auch. Aber bei, dadurch, dass ich das Hähnchenfleisch... Ich dachte Big Mac, dass das dein Favorit war. Nee. Ich meine Burger, ich habe eigentlich... Hast du eine Land, aus dem du das essen magst, thailändisch? Ja, ich liebe indonesisch-chinesisch Essen. Okay. Das mache ich oft gerne, zu Hause auch, mit Nudeln oder Reis. Und dann immer so Rind oder, und was ich auch gerne mache, so Schweinebauch, weißt du, so, aber das dauert 3-4 Stunden, sag mal. Also Schweinebauch, über Schweinebauch, mit der Fünf Weißbauer, ja. So, langsam sehen wir, wie die ganze Soße dicker wird, sich so langsam einkocht und ab dem Zeitpunkt normalerweise würde ich jetzt mal kurz abschmecken und sagen, vielleicht braucht das noch dies und jenes. Ich finde es gut. Ananas dazu für die, Süßigkeit. Genau, ich mache auch meistens so zwei Scheiben. Und die gibt dann auch noch was Süßigkeit ab. Okay. Sollen wir noch ein bisschen? Probier erstmal. Hast du einen sauberen Löffel? Noch extra? Ist wieder alle. Ach, ich mach die einfach sauber. Der ist sauber. Ich pack einfach den neuen. Heute mal mit einem kleinen Wok. So. Und? Die Schärfe ist sehr gut. Mhm. Die Süßigkeit merkst du auch, dass sie umhoch kommt jetzt. Mhm. Was fehlt noch? Reis dazu. Also okay. Bist du der Meinung, es passt schon so? So, sie ist super. Immer diese extra Wünsche, Reis noch als Beilage, ja? Reicht es nicht schon, dass ich Hähnchen mache? Klar. Oh ja, super, oder? Super. Würde ich auch jetzt rausgeben. Und ganz schnell, du siehst, wie lange? 10 Minuten? Brauchen wir noch nie. Also es war One Take. Da ist keine Filmtrickserei. Nix. Wir haben es jetzt so raus. Wir tricksen nicht. Aua. Heiß, ja? Ja.
gerade wo ich gesagt habe, wir tricksen nicht. Jetzt wäre es eigentlich typisch gewesen, wenn die ganze Teller auf die Bohne war, ja. Ich hätte mir eine Kelle nehmen sollen. Aber ich würde sagen, das sieht doch aus, als hätten wir richtiges Thai Chili genommen, oder? Ja, super. So, probieren. Hier ist Kannst du mit Stäbchen? Ja, klar. Mal ein Fazit. Ananas, Paprika. Wenn du zu Hause, ich mach nicht mit dem Mund voll reden, wenn du zu Hause ein bisschen, sag mal, noch mehr Zeit hast, dann lass du die noch so auf niedrig Feuer ein bisschen noch brütteln. Brütteln, wie heißt das in Deutsch? Brutzeln. Ja, so plop. Ein bisschen brutzeln, also ja. Noch mal ein bisschen köcheln lassen. Mhm. Aber ich finde, schaut mal. Dann wird die was intensiver noch. Das Hähnchenfleisch ist sehr zart geblieben. Ja, klar. Also ist sehr zart. Also merkst du, kannst es mit einem Löffel ganz einfach. Ich kann es jetzt gerade den Löffel nicht beurteilen. Warte mal. Auch so ein Löffel. Sieht schick aus. Ne? Also, mir persönlich schmeckt sehr gut. Schärfe finde ich auch. Mir auch. Auch geil. Es ist von der Schärfe, könnte es für mich sogar noch ein bisschen. Nee, von mir reicht es. Ja? Ja. Okay, gut. Dann bedanken wir uns fürs Gucken. Und ich hoffe, bis nächste Mal, denke ich. Bestimmt. Ja? Also, mir hat es sehr gefallen, dieses Gericht. Ich will auf jeden Fall noch mehr von dir hören. Mehr Gerichte von dir gezeigt bekommen. Mal, Holland ist ja auch so ein Land, wo du sehr, sehr viele Einflüsse hast aus vielen. Ja, wir haben früher viele Kolonien gehabt. Mhm. Und jetzt noch Curaçao in der Karibik, da reden sie auch Holländisch. Mhm. Südafrika reden sie Holländisch. Mhm. Und wir haben Indien gehabt, was noch mehr? Indonesien, sag mal. Und da haben wir viele Leute. Die sind nach Holland gezogen und die haben die Küche ein bisschen mitgebracht. Und so haben wir ein bisschen eine gevarieerde Küche, sag mal. Und ja, mir schmeckt es sehr besser als Kartoffeln mit Blumenkohl, sag mal. Wir lassen es uns noch schmecken. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön, dass ich hier darf sein. Und ich hoffe, bis nächstes Mal. Ciao. Ich verabschiede mich auch. Falls euch gefallen hat, abonniert, aktiviert die Glocke und liked. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Schau mal, wer da kocht. Bye, bye. Ciao. Ciao, ciao. Ciao vom Schau sage ich nicht. Das kannst, wenn du das jetzt reinschneidest, dann werde ich beim nächsten Mal so schlecht kochen. Da gibt es nichts zu essen. Sag mal, mit wem redest du? So, probier's. Prost. Prost. Prost.